Mama, du bist hier da. Unsere Lehrerin hat uns eigentlich eine Überraschung einmal gemacht. Sie hat uns gesagt, ja, wir werden zu Pina Bausch oder so gehen. Und dann kamen eben Tänzer zu uns und die haben sich dann uns vorgestellt. Wir haben denen dann Fragen gefragt. Also ich glaube, dass die mit uns so irgendwas lernen, damit dass wir dann das irgendwo aufhören. Und ich finde das eigentlich gut, dass die das machen. Unser Schulleiter hat an einer Ausschreibung teilgenommen, in dem in der mehrere Schulen in einen Pott geworfen wurden und wir haben halt das Glück, gezogen worden zu sein und durften daran teilnehmen. Tanzen für mich ist Lebensfreude, Leben, Spaß, Energie, Arbeit, manchmal an hart und meistens schön. Wenn man eine Vorstellung macht oder man tanzt abends mal in einer Kneipe auf eine coole Musik, dann ist es nur Freude. Das macht einen riesen Spaß, weil die so eine unglaubliche Energie haben, die man versuchen muss, ein bisschen zu kanalisieren, dass sie nicht also sich so verlieren, aber ganz, ganz viel Spaß, ja, ganz tolle Energie. Die Kinder haben das super gemacht, die haben das ganz toll gemacht, dafür, dass sie ja nicht tanzen. Ist immer so ein bisschen schwierig zu sehen, wenn man selber professionell ist und man arbeitet mit Leuten, die es alles aus Spaß machen, aber die waren ganz, ganz toll, ja. Zusammenhalt zu stärken, ist so ein Projekt natürlich immer super. Wir machen es mehrere Wochen, das ist jetzt nicht nur einmalig. Also ich erhoffe mir, dass die Kinder wirklich einen Einblick bekommen, um zu sehen, was machen so Tänzer eigentlich den ganzen Tag. Und ja, dass sie auch einfach mal verschiedene Bewegungen und ihren Körper kennenlernen. Also was kann ich alles machen? Und heute haben die meisten schon gemerkt, dass sie sich doch mehr bewegen können, als sie vielleicht oft annehmen. Ich finde gut zum Beispiel, dass wir was Neues dazulernen und dass wir alle dran Spaß haben. Es macht Spaß, dann bei der Musik einfach alles rauszulassen. Zu Hause tanze ich sehr viel und ich habe auch Hip-Hop gemacht für ein Jahr. Also es kommt ganz auf die Musik drauf an. Zum Beispiel bei Elegant, dann fühlt man sich so wie eine Ballerina. Und bei Hip-Hop ist dann so, man kann so einfach so rauslassen. So. Für mich Tanzen ist, ich weiß nicht, atmen, leben, laufen, spielen, lieben, ausdrücken. Es ist meine Familie. Ich glaube, Tanzen ist wie eine Familie. Die haben so viel Energie, die haben so viel Fantasie, die sind fantastisch, einfach fantastisch. Ich meine, die sind so lebendige Kinder, so wunderschön. Schade, dass später, wenn wir alle Erwachsene sind, die sind, ist nicht mehr so. Aber die sind so Lebensfreude, so, die Fantasie, dass die haben, die versuchen alles, das ist echt wunderschön. Ich lerne sehr, sehr, sehr viel von diesen Kindern.